Steaks for Two. Das Entrecote Double ist nichts anderes als eine extra dicke Schnitte aus jenem gut marmorierten Teil des Rostbratens, der auch für Ribeye Steaks Verwendung findet. So ein Entrecote mit 5 bis 6 cm Stärke reicht dann aber auch gut für 2 Portionen. Die weiteren Zutaten für 4 Portionen: 2 Handvoll Rucola, 3/4 Kilogramm heurige Erdäpfel, Meersalz, schwarzer Pfeffer frisch gemahlen, ein Stück Parmesan im Ganzen, Butter, Olivenöl, Balsamico-Essig. An Geräten brauchen wir ein Schneidbrett, einen Stichthermometer, einen Sparschäler, ein Küchenmesser, einen Bratenwender, eine Pfanne, einen Stieltopf, ein Haarsieb. Vorab gleich einmal die heurigen Erdäpfel in Salzwasser zustellen. Diese brauchen nämlich ganz schön lange, bis sie fertig sind. Das Backrohr auf 150 Grad bei Ober-Unterhitze vorheizen. Die Entrecotes von allen Seiten kräftig salzen und pfeffern. Das Öl in der Pfanne stark erhitzen und erst dann die XL-Steaks einlegen, damit deren Oberfläche schnell versiegelt wird. Das hält den Saft besser im Fleisch. Wenn die Steaks gut Farbe genommen haben, werden sie aus der Pfanne gehoben und gleich auf den Rost im vorgeheizten Backrohr gelegt. Am besten mit Saftschale darunter. Seitlich ein Stichthermometer in einem der Steaks platzieren, um die Kerntemperatur zu beobachten. Je nach gewünschten Gargrad rechnen wir jetzt mit 15 bis 30 Minuten Wartezeit. Inzwischen den Rucola waschen, trocken schleudern und in einer Schüssel mit Olivenöl, Balsamico, Pfeffer und Salz marinieren. Auf den Tellern anrichten und mit Parmesanflocken bestreuen. Die heißen Erdäpfel halbieren, mit Butterflocken belegen, salzen und pfeffern. Die fertigen Entrecotes herausnehmen. Wir wollen sie medium rare, also mit etwa 58 Grad Celsius Kerntemperatur. In schräge Tranchen schneiden und auf den marinierten Rucola betten.